Gut, dann legen wir los, meine Damen und Herren. Abschlusspressekonferenz nach dem Finale des REWE Final Four 2018. Wir begrüßen vom deutschen Pokalsieger Trainer Nikolai Jakobsen, den sportlichen Leiter Oliver Rogisch und Patrick Krötzky. Für die TSV Hannover Burgdorf Trainer Carlos Ortega, Geschäftsführer Benjamin Chaton und Timo Kastening und den Geschäftsführer der DKB Handball Bundesliga Frank Bormann. Und selbstverständlich gilt dem Erfolgstrainer des Erste Worts Nikolai Jakobsen. Bitte schön. Ja, guten Abend, Nachmittag. Ich weiß nicht, wie spät es ist jetzt, aber ja, was soll ich sagen? Es ist schwierig, Worte zu finden. Es war ein schwieriges Spiel. Wir haben sehr, sehr gut angefangen und haben mit 6 Tore geführt. Dann hat Carlos leider per Treil im Angriff auch spielen lassen und das hat uns die letzten 10 Minuten sehr wehgetan, hat richtig viele Tore und mit Kreis zusammengespielt, hat mir nicht in den Griff bekommen. Zweite Halbzeit liegt er so auf die Kippe, wie man das so sagen kann, mit 2, 3 Tore die ganze Zeit für uns. Und dann gehen wir rüber und spielen 7-6 und das war ein Erfolg für uns, haben wir sehr gut gelöst. Und dann ist klar, wenn dein Kapitän und MVP in die Bundesliga auch zur zweiten Halbzeit reinkommt und anfängt Handball zu spielen und 8 Tore macht, dann wird viele Dinge einfacher. Aber es war ein sehr hartes Spiel und Riesenkompliment an Hannover und Carlos. Die haben uns das Leben sehr schwer gemacht, über 60 Minuten und waren fast auf Augenhöhe das ganze Spiel. Und deswegen war das auch ein sehr spannendes Pokalfinale. Danke. Dankeschön, Nikolai Jakobsen. Olli, du warst auch schon viele Jahre hier mit dabei. Der Traum ist wahr geworden. Kann man das so einfach formulieren? Ja, guten Abend von meiner Seite. Das kann man definitiv so formulieren. Wir sind jetzt 11 Mal hierher gefahren und jedes Jahr hat, glaube ich, die ganze Liga gesagt, eigentlich wären die Rhein-Neckar-Löwen mal dran. Der Druck ist immer größer geworden und dass wir es dieses Jahr endlich erreichen konnten, ist unfassbar. Jeder einzelne Spieler, das Umfeld, Fans, Sponsoren, haben nach diesem Titel sich jahrelang gesehnt und von daher sind wir wahnsinnig stolz. Stolz auch über die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Ein sehr, sehr gutes Halbfinale gespielt heute, auch mit einer nicht super Leistung in der ersten Halbzeit, gerade mit dieser Schwächephase, 10 Minuten trotzdem eine Ruhe bewahrt und ja, im Endeffekt das Spiel, glaube ich, auch in der Höhe verdient gewonnen. Ich will nicht so viel sagen, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, hier zu sitzen. Benjamin Carlos, Kopf hoch. Wir wissen aus leidiger Erfahrung, wie sich das heute anfühlt. Vielen Dank und wir werden uns jetzt weiter voll konzentriert auf dieses zweite Ziel, die Meisterschaft vorbereiten und deswegen wird es heute nicht allzu viel Getränke geben. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön, Oliver Rogisch. Patrick, zum 9. Mal warst du jetzt mit dabei als Spieler und jetzt darfst du den Pokal mit nach Hause nehmen. Nimmst du ihn heute mit? Ja, kann schon gut sein. Ich glaube, unser Betreuer war wirklich 11 Mal dabei. Der hat es vielleicht noch ein bisschen mehr verdient, den dann auch mit nach Hause zu nehmen. Ja, aber nach der ganzen Historie, ich glaube, letztes Jahr hat mal jemand zu mir gesagt, dass Uwe und ich jetzt auf Augenhöhe sind mit jeweils 8 Teilnahmen und keinen Titelgewinn. Da war es jetzt beim 9. Mal, glaube ich, mal an der Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Dankeschön, Patrick Krötzky. Und jetzt bitten wir Carlos Ortega, your statement to the match, please. Hello. First of all, congratulations to Lowen. They deserve the victory. I think for a team like us to beat Rhein-Neckar Löwen, we should play amazing match in all facets of the game. There was really the first half was really tough because we didn't find any way. The defense was amazing. They closed really good the pivot, but we came back when Mike took the center after Morten Olsen was a little bit out, and in the second half looks we had the chance to draw, and from there they make 13 goals in a row. 8 from out from long distance. When normal situation, especially from these 8 goals from distance, sometimes our goalkeeper should save
some balls. And finally, they decided to play with seven players, and this meet gave us a lesson how to play one more. No? After we were changing goals, but the last 10 minutes there is no chance, unfortunately. Thank you. Dankeschön. Thank you, Carlos Ortega. Benjamin Chateau mit seinem Statement zu diesem Finale, bitte. Ja, erstmal Glückwunsch an die Rhein-Neckar-Löwen zum verdienten Sieg. Dass wir uns das, auch wenn wir noch nicht so lange davon träumen, genauso heute gewünscht haben, das kann hoffentlich jeder nachvollziehen. Deswegen sind wir heute natürlich enttäuscht und die Spieler sind enttäuscht. Die Erfahrung zeigt, dass morgen das ein bisschen besser sich anfühlt und übermorgen man hoffentlich dann stolz ist auf das, was wir geleistet haben. Fans, Zuschauer, die uns hier unterstützt haben, das war wirklich großartig, auch wie sie nach dem Spiel die Spieler nochmal gewürdigt haben. Das ist gut und das nehmen wir gerne mit aus Hamburg. Und wir kommen aber auch gerne wieder. Und dann nehmen wir vielleicht auch mal was mit, was Festeres. Glückwunsch an die Rhein-Neckar-Löwen, auch in der Meisterschaft, alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Dankeschön, Benjamin Chateau. Und Timo hat das letzte Wort, bis Frank Bohmann das Fazit zieht zu diesem REWE Final Four 2018. Timo, bitte. Ja, schönen guten Tag erstmal. Ich kann mich dem eigentlich alles allem nur anschließen. Glückwunsch an die Rhein-Neckar-Löwen. Haben gefühlt das ganze Spiel immer wieder kontrolliert und immer wenn sie eine Schippe drauflegen mussten, ja, haben sie das getan, meistens dann in Person von Andi Schmid und ja, dementsprechend Glückwunsch. Wir sind natürlich enttäuscht, dass, seitdem ich im Seniorenbereich spiele, ist das mein erstes Finale gewesen, was ich gespielt haben durfte. Und ja, man weiß ja nie, wie viele Finals man noch spielen darf, dementsprechend ja, es ist kein schönes Gefühl, hier heute als Verlierer zu sitzen, aber ich glaube, wie Benni das schon gesagt hat, je länger man darüber nachdenkt, dass wir Europa klar machen konnten mit dem Sieg im Halbfinale und ja, wir uns lange im Spiel gehalten haben gegen die Löwen, ja, sind wir vielleicht nächste Woche stolz drauf. Mal gucken, wie es gleich in der Kabine ist. Da trinken wir ein Bierchen zusammen und dann schauen wir mal. Dankeschön, Timo. Frank Bohmann, der 26. REWE Final Four ist damit Geschichte. Wie sieht das Fazit aus Sicht der DKB Handball Bundesliga? Ja, ich bin erstmal sehr froh, dass wir heute nochmal so ein packendes Spiel hatten, was auch zumindest zwischendurch auf des Messers Schneide stand und eine großartige Qualität hatte. Gestern hatten wir ja nun zwei sehr eindeutige Sieger. Dafür hat es so ein bisschen an Spannung gefehlt, das hat das heute alles sehr kompensiert. Wir hatten zur Halbzeit hatten wir noch eine ganze Reihe von Spielern, sowohl bei den Rhein-Neckar-Löwen als auch bei Hannover auf der Liste für den besten Spieler des Turniers. Da waren die Schmied noch gar nicht mit dabei, aber nach der zweiten Halbzeit hat sich für die Kommission die Frage dann nicht mehr gestellt. Das war wirklich eine bombastische Leistung und da können wir den Rhein-Neckar-Löwen nur zu gratulieren. Viel probiert. Und jetzt wirklich hochverdient gewonnen, aber im gleichen Atemzug Hannover-Burgdorf, das war eine Wahnsinnsleistung und ihr habt das Turnier wirklich sehr, sehr bereichert. Wir haben das Turnier jetzt das erste Mal mit unseren neuen Fernsehpartnern Sky und ARD gemacht. Das hat reibungslos funktioniert. Wir haben den Videobeweis eingesetzt. Organisatorisch sind wir hochzufrieden, haben eine sehr gute Resonanz bekommen. Und dieses Endspiel wird mit Sicherheit in Erinnerung bleiben. Ja, das war von beiden Mannschaften, die haben wirklich 110%, 120% reingetan. Und da kann ich mich nur für bedanken. Zeigt aber, und das sage ich eigentlich jedes Jahr aufs Neue, dass alle Mannschaften diesen Pokal sehr, sehr ernst nehmen. Und deshalb ist es so eine tolle Veranstaltung. Das wird nicht abgeschenkt in irgendwelchen Runden vorher. Jede Bundesliga-Mannschaft sagt, Saisonziel, wir wollen beim Final Four dabei sein. Deswegen ist das so eine tolle Veranstaltung. Dankeschön, Frank. Gibt es Fragen an die Herren hier vorne? Bitte schön. Achtung, das Mikrofon kommt, dann verstehen es alle. Ja, erstmal Glückwunsch an die Rhein-Neckar-Löwen. Zweite Sache auch Glückwunsch an Timo. Als jüngster Spieler auf der Platte die zweitmeisten Tore geworfen. Kurze Frage an dich. Wie nimmst du das auf oder
ist das überhaupt ein positiver Nebeneffekt, der für dich gerade eine Rolle spielt? Ja, meistens ist es ja so, genau aus diesem Grund sitze ich heute hier, weil ich wahrscheinlich 100% geworfen habe, 6 von 6 Tore gemacht habe und dann sitzt man hier, aber darüber bin ich auch glücklich, weil ich vor dem Final Four 2 schlechte Spiele gemacht habe und mir war es auch sehr wichtig, heute oder am Wochenende zu beweisen, dass auch ich mit Druck umgehen kann, dass ich der Sache gewachsen bin. Das war mir klar, aber das ist auch schön, wenn man das dann auch zeigen darf. Und darüber bin ich glücklich, dass ich 2 Spiele über 60 Minuten machen durfte. Und ob man da jetzt der jüngste Spieler ist oder man ist der älteste oder irgendwas dazwischen, ich glaube, das ist jedem Spieler egal. Es gibt gut und es gibt schlecht und junge Spieler können sich vielleicht noch weiterentwickeln, ein bisschen mehr als wenn man jetzt 36, 34 oder was weiß ich ist. Aber man lernt ja nie aus und ich bin froh, dass ich hier jetzt zum ersten Mal dabei sein durfte und habe Bock, hier noch ein paar Mal wiederzukommen mit dem Verein. Dankeschön, Timo. Weitere Fragen? Sehe ich keine, dann bedanken wir uns bei allen Protagonisten, wünschen allen noch einen schönen Sonntag, den Rhein-Neckar-Löwen viel Spaß beim Feiern, trotz alledem Ihnen allen nochmal Dankeschön fürs Interesse und bis zum nächsten Jahr hier beim REWE Final Four. Vielen Dank.